Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Brehm hat sehr schön das System erklärt und auch erklärt, warum diese beiden Anträge überflüssig sind. Und da schließen wir uns an. Matthias Birkwald hat auch wichtige Sachen gesagt, die das eigentlich belegen. Weil du hast gesagt, die Menschen zahlen im Verlauf ihres Lebens weniger Steuern. Das wurde eben nochmal mit Zahlen unterlegt. Also das heißt, der gesamte Gesetzeskomplex ist richtig gut angelegt, weil die Menschen weniger Steuern bezahlen, weil sie eben in ihrer Einzahlungsphase mehr sparen, als sie später in der Auszahlungsphase bezahlen müssen. Deshalb ist das doch richtig klug. Deshalb gibt es auch nicht so viel dort zu kritisieren. Und dann war noch die Kritik, dass Rentner auf niedrige Renten Steuern bezahlen. Na ja, da muss man ein bisschen gucken. 3/4 aller Rentner zahlen gar keine Steuern. 3/4 zahlen keine. Immerhin, wenn nur 1/4 der Leute Steuern bezahlt, kann man nicht sagen, dass sozusagen auch die Ärmsten alle Steuern bezahlen müssten. Also so ist das System nicht zu sehen. Übrigens eine wichtige Sache, die, glaube ich, so dieser ganzen Diskussion zugrunde liegt, hat der Verband der deutschen Rentenversicherungsträger tatsächlich 2004 schon gesagt. Und so haben die gesagt, ab 2015 könnte es eine Doppelbesteuerung geben, eine Zweifachbesteuerung. Und dann haben die gesagt, das hängt davon ab, ob der Grundfreibetrag als steuerfreier Rentenzufluss gewertet wird oder nicht. Und haben sich dann zwischen diesen beiden Alternativen die ausgesucht, die ihre These, es gibt Doppelbesteuerung, stützt. Aber leider haben sie sich das falsche Modell ausgesucht, deshalb ist die These falsch. Also insofern ist klar, da kann man sich selbst sozusagen in seinem Argument bestätigen und damit den gesamten Systemwechsel in Frage stellen. Und der Systemwechsel war keine Sache von Rot-Grün, sondern infolge der schon oft zitierten Verfassungsgerichtsurteile, weil die Beamten nicht nachgelagert besteuert wurden, sondern die anderen. Also so kann man sagen, dass übrigens in dem Antrag, da ist eine interessante Sache. Ich lese in einem Antrag Abschaffung der Doppelbesteuerung, das heißt ja, die gibt es. In dem Antrag selber steht dann, es gibt Anhaltspunkte dafür, dass. Also das heißt, entlang eines Anhaltspunkts vertritt man schon die These, als ob es so wäre. Also das halte ich für eine sehr gewagte Grundlage für einen Antrag. Deshalb kann man dem unmöglich folgen. Und wir haben ja auch gelernt, dass Meitert und Schifri von der Humboldt-Universität eben in diesem Jahr nachgewiesen haben, entlang der aktuellen Zahlen, dass es keine Doppelbesteuerung in diesem System gibt. Also, es wird jetzt der Kopf geschüttelt, aber immerhin, man müsste es ja nachweisen. Und das charakterisiert beide Anträge. Ich habe immer nach der, ja, du hättest ja mal ein Blatt hoch, aber ich würde ja gar mal eine Rechnung rechnen wollen. Ich kenne keine Rechnung, die das belegt. Ich kenne nur einen Prämissenwechsel. Man nimmt sich neue Voraussetzungen, um neue Ergebnisse zu erfinden. Und das ist eine Methode, die ist mathematisch unsauber. Und deshalb rate ich auch davon ab, sich auf das Siebe-Gutachten zu beziehen. Das ist in dieser Hinsicht nicht seriös. Vielen Dank, Herr Kollege Winding. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird über